Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit dem Thema des Tages, das Klimaticket, auch bekannt als 123-Ticket. Das wurde heute präsentiert und zwar von der Klimaschutz- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler und sie ist mir jetzt zugeschaltet und zwar aus Oberösterreich, wo sie heute dieses Ticket präsentiert hat. Grüß Gott, Frau Ministerin. Hallo aus Linz. Frau Ministerin, das war ja immer Ihr Prestigeprojekt und ich kann mich erinnern, seit ich eigentlich Interviews mit Ihnen führe, ich glaube jedes Mal, haben Sie von Ihrem Herzensprojekt 123 Klimaticket gesprochen. Jetzt haben Sie das heute endlich präsentieren dürfen. Wie groß ist denn dieser Stein, der Ihnen da heute oder wahrscheinlich schon vor einigen Tagen, als Sie wussten, dass es durchgeht, vom Herzen gefallen ist? Also ich glaube, Sie sehen es an meinem Gesichtsausdruck. Die Freude ist heute tatsächlich sehr groß. Aber die Freude ist nicht der Freude für mich. Die Freude ist eine für unser Land. Weil wir schaffen mit dem Klimaticket Now ein Angebot, das für ganz, ganz viele Menschen in unserem Land einfach ein großartiges ist. Man kann bequem mit einem Ticket fast alle Öffis im ganzen Land nutzen. Man erspart sich ab dem 26. Oktober als Öffi-Nutzerin einfach Geld und man tut was für den Klimaschutz. Und das alles mit einem Ticket, mit dem wir jetzt starten, mit dem Klimaticket Now, das in 6 Bundesländern für alle Öffis gilt und für alle Züge ÖBB und Westbahn im ganzen Bundesland. Also das heißt wirklich ein großartiges Angebot. Großer Tag der Freude heute. Frau Ministerin, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, wie dieses Ticket funktioniert, beziehungsweise vor allem, wie viel es kostet. Denn ursprünglich hieß es ja 1 Euro für das Bundesland, wo man wohnt, 2 Euro pro Tag, wenn man in 2 Bundesländern die Öffis nützt und 3 Euro, wenn man sie in ganz Österreich nützt. Jetzt haben Sie aber, glaube ich, sogar heute verkündet, dass Sie damit Aktionen starten werden. Das heißt, wer jetzt gleich zum Start, wenn ich das richtig gelesen oder gehört habe, ab 1. Oktober sich sein Klimaticket bestellt, der bekommt es sogar noch günstiger. Ab wie viel Euro bekommt man denn jetzt schon sein Klimaticket? Wir starten mit dem Klimaticket Now mit einem Rabatt sozusagen für die Early Birds, also für jene frühen Vögel, die ganz von Anfang gern dabei sein wollen. Ganz von Anfang heißt, der Vorverkauf für das Ticket startet am 1. Oktober. Unterwegs sein mit dem Ticket kann man ab 26. Oktober und das Ticket wird ab 26. Oktober, das Klimaticket Now, 949 Euro kosten, also mit einem Rabatt für die Frühbucher, Bucherinnen und für alle unter 26, für alle Seniorinnen und Senioren, für alle Menschen mit Behinderung gibt es das Ticket ab 1. Oktober um 699 Euro zu kaufen. Und man bekommt dafür ein wirklich großartiges Angebot, nämlich alle Öffis in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark und alle Zugverbindungen in ganz Österreich, also auch im Niederösterreich wie im Burgenland von ÖBB, Westbahn, Regiojet. Also ein wirklich großartiges Angebot. Und starten jetzt schon alle 3 Stufen des Klimatickets mit Oktober oder vorerst nur die 3er-Stufe? Wir haben, wenn das Klimaticket fertig ist, also ganz fertig, gibt es das in 3 Größen sozusagen. Dann gibt es das in der Österreich-Größe, ein Ticket, alle Bundesländer, alle Öffis. Dann gibt es in der Bundeslandgröße, also das Klimaticket regional für ein Bundesland und dann gibt es eben das Ticket für 2 Bundesländer, das insbesondere für jene Pendlerinnen und Pendler attraktiv ist, die grenzüberschreitend in ein anderes Bundesland pendeln. Wir starten jetzt mit dem Klimaticket Now als Startpunkt für das Klimaticket Österreich. Parallel dazu startet am 26. Oktober, deswegen bin ich heute auch in Linz, Oberösterreich mit seinem Klimaticket regional, also mit dem oberösterreichischen Klimaticket und alle anderen Bundesländer, das weiß ich, arbeiten auf Hochtouren dran, dass wir so rasch als möglich auch die Bundesländerstufen in ganz Österreich umsetzen können, weil einfach ganz viele Menschen warten auf dieses Projekt. Ich werde nach keinem anderen Projekt so oft gefragt wie nach dem Klimaticket. Ich bin heute hier nach Linz mit dem Zug gekommen. Erste Frage im Zug, was ist mit dem Klimaticket? Insofern sind alle wirklich unter Hochdruck dran, das auch gut auf den Boden zu bringen.
Mit wie viel Klimatickets rechnen Sie denn, die Sie da jetzt im ersten Jahr an die Österreicherinnen und an den Österreicher bringen werden? Ich bin mir sicher, dass das für ganz, ganz viele Menschen in Österreich ein wirklich unschlagbares Angebot ist, weil schon jetzt das Pendeln um vieles, vieles günstiger macht und man einfach als Zusatzangebot noch die Öffis in ganz Österreich dazu bekommt. Wir rechnen damit, dass das Ticket natürlich eine Startphase hat und dann eine Hochlaufkurve hat, also immer mehr Menschen auch zum Umstieg motivieren wird. Aber das wird für ganz, ganz viele Menschen in unserem Land ein gutes Angebot. Ich freue mich sehr. Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen vorhin in einem Nebensatz. 6 Bundesländer sind jetzt dabei beim Start. Wer fehlt? Und das fällt natürlich auf, weil es einfach eine sehr große Region ist, auch sehr bevölkerungsstark. Das ist die ganze Ostregion, also die 3 Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland. Wann dürfen Wiener, Niederösterreich und Burgenländer denn mit einem Klimaticket rechnen? Wird sich das noch bis zum 26. Oktober ausgehen? Wir sind in intensiven Verhandlungen natürlich auch mit Wien, Niederösterreich, Burgenland. Ich muss sagen, leider sind wir heute noch nicht fertig, aber wir arbeiten unter Hochdruck dran, dass wir auch fertig werden, so schnell als möglich. Bis zum 26. Oktober würde ich mich freuen. Aber wichtig ist mir, dass wir eine gute Lösung haben für auch die Ostregion, also das heißt dann auch für die Busse in Niederösterreich und im Burgenland für die Wiener Linien. Und insofern wollen wir auch ein bisschen uns die Zeit nehmen, die es dafür braucht, dass wir eine gute Lösung haben. Und sobald wir soweit sind, wird dann aus dem Klimaticket Now auch das Klimaticket Österreich für die Nutzerinnen und Nutzer, die es schon jetzt kaufen, geht das dann ganz automatisch einfach zum selben Preis, wie man es jetzt kauft, wird es dann ein Klimaticket Österreich. Weil das natürlich hunderttausende Menschen interessiert, können Sie da schon eine zeitliche Perspektive geben, wann es in der Ostregion auch dieses Klimaticket geben wird? Die mit dem Klimaticket Now, mit 26. Oktober, sind auch alle Zugverbindungen, also ÖBB, Westbahn etc., auch im ganzen Land, das heißt auch in der Ostregion, abgedeckt. Und wir schauen wirklich, dass wir so rasch als möglich, aber mit uns die nötige Zeit zu nehmen, auch mit den Busverkehren in der Ostregion, mit den Wiener Linien eine gute Lösung finden. Weil ich weiß, natürlich auch da warten viele, viele Menschen drauf. Wir starten aber jetzt mit einem Angebot, das wirklich für ganz Österreich schon ein sehr attraktives ist. Und ich habe es Ihnen schon ein paar Mal versprochen und ich halte es auch, sobald ich ein Datum nennen kann, bin ich wirklich die Erste, die es laut und mit großer Freude sagt. Und das werde ich auch bei allen weiteren Schritten zum Vollausbau des Klimatickets so machen. Und woran spießt sich es da mit der Ostregion? Warum sind diese 3 Bundesländer derzeit noch nicht dabei? Die Ostregion ist natürlich eine große Region. Wir haben jetzt einen Vorschlag am Tisch der Ostregion, die eine wirklich gute Ausgangsbasis auch für uns war. Wir haben uns in den Verhandlungen in über 40 Terminen allein mit der Ostregion, glaube ich, sehr gut angenähert, sind große, weite Strecken auch gegangen. Also ich bin zuversichtlich, dass wir hier auch rasch zu einem Abschluss kommen werden, möchte jetzt aber die Verhandlungen natürlich nicht vor der Kamera führen, sondern mit den Menschen am Tisch. Frau Ministerin, jetzt ist das Klimaticket der eine große Brocken für diesen Herbst. Der zweite große Brocken, das hat der Vizekanzler und grüne Parteichef Werner Kogl auch in den letzten Tagen angekündigt, wird die ökosoziale Steuerreform sein, die Sie ja ganz stark auch mitverhandeln für die grüne Seite. Worauf können wir uns da gefasst machen? Was wird die beinhalten, diese ökosoziale Steuerreform? Eine ökosoziale Steuerreform hat im Prinzip ein bisschen dasselbe Grundprinzip wie auch das Klimaticket, nämlich klimafreundliches Verhalten so günstig, so einfach, so bequem wie möglich zu machen für die Menschen. Und in der Steuerreform heißt das, klimafreundliches Verhalten soll sich auch finanziell lohnen. Also die ganz vielen Menschen in Österreich, die schon jetzt mit den Öffis fahren zum Beispiel, die sollen dafür auch profitieren. Und diejenigen, die sich entscheiden, mit dem 100.000 Euro SUV durch die Wiener Innenstadt, die sollen dafür auch einen gerechten Preis bezahlen in Zukunft. Das heißt, an dieser Gesamtreform sozusagen unseres Steuersystems, dass unser Steuersystem wirklich ein Hebel wird für den Klimaschutz, daran arbeiten wir. CO2 kriegt einen Preis,
Dieser Preis wird mit Entlastungsmaßnahmen an die Menschen in Österreich zurückverteilt. Und wir haben uns aber vereinbart in unserer gemeinsamen Arbeit, die sehr intensiv in vielen, vielen Terminen und auch sehr konstruktiv geführt wird, dass wir ein Gesamtpaket präsentieren werden. Und das präsentieren wir, sobald es fertig ist. Jetzt ist aber schon durchgesickert, dass das Entlastungsvolumen 4 Milliarden Euro betragen soll. Können Sie das so bestätigen? Was ich bestätigen kann, ist, dass uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Menschen in Österreich entlasten und dass wir zielgerichtet, also auch auf die Lebensrealitäten in Österreich angepasst, hier Maßnahmen treffen, die den Menschen in Österreich das klimafreundliche Verhalten auch wirklich finanziell attraktiv machen. Und da werden wir ein gutes Gesamtpaket schnüren. Und wie gesagt, ich will dem finalen Ergebnis hier nicht vorgreifen. Aber dass Tanken teurer wird, das hat ja auch Vizekanzler Kogler bei uns im OE24-Sommergespräch gesagt, daran wird ja wohl kein Weg vorbeiführen, oder? Wenn CO2 einen Preis bekommt, dann heißt das ja, alles, was CO2 ausstößt, kriegt einen gerechten Preis. Alles, was klimafreundlich ist, wird vergleichsweise günstiger. Und genau das ist das Grundprinzip und genau an dem arbeiten wir auch gemeinsam sehr konstruktiv, weil es eben darum geht, das Steuersystem zu einem Hebel zu machen für den Klimaschutz. Das heißt aber, das Dieselprivileg wird definitiv fallen. Wir haben immer gesagt, wir müssen auch schauen, dass wir im Steuersystem auch die Gerechtigkeit herstellen. Und das heißt, selbstverständlich diskutieren wir in dem Zusammenhang auch über das Dieselprivileg. Ja. Wenn Sie sagen diskutieren, heißt das, wenn es nach innen geht, dann fällt es. Wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube, das Grundprinzip ist klar, dieser Steuerreform. Wir arbeiten jetzt gerade wirklich sehr konstruktiv an vielen Details, weil Sie, wie Sie aus den vielen Fragen auch sehen, das ist ein komplexes Unterfangen, das ist ein Großprojekt. Und ich möchte wirklich dann ein Gesamtergebnis auch präsentieren können. Da komme ich dann auch gerne wieder und präsentiere das Gesamtergebnis. Aber wir müssen es schaffen, wenn wir uns allein vor Augen halten, die letzten Tage in Österreich, die letzten Wochen und Monate in Österreich, dass wir jeden Hebel für den Klimaschutz nützen, den wir haben. Und da ist das Steuersystem einfach ein sehr, sehr wichtiger davon. Aber wenn wir uns vor Augen halten, wir haben Waldbrände in halb Europa, wir haben Feuerwehren aus Österreich, die helfen, in Griechenland der Inferno zu bewältigen. Also herzlichen Dank an dieser Stelle auch wirklich nochmal für alle freiwilligen Helferinnen. Wir haben Überschwemmungen in halb Europa gehabt, auch in Österreich, gerade auch die letzten Tage wieder in Oberösterreich. Wir haben Dürreperioden, die Bauern und Bäuerinnen leiden unter den Effekten der Klimakrise ganz massiv. Das zeigt uns einfach den großen Handlungsauftrag, den wir haben und den müssen wir einlösen an allen Stellen, wo wir das können und da ist das Steuersystem eben eine ganz wichtige davon. Frau Ministerin, jetzt sind Sie, glaube ich, alle einig, dass etwas gegen die Klimakrise passieren muss. Die Frage ist, welchen Weg dorthin schlägt man ein? Und da gab es vor einigen Wochen einen Sager des Bundeskanzlers, der doch, sage ich mal, für einige Aufregung gesorgt hat. Und zwar hat er die grünen Klimavorschläge mit der Steinzeit verglichen oder genauer gesagt davor gewarnt, dass wir nicht zurück uns in die Steinzeit bewegen. Gemünzt war das Ganze auf Ihre Evaluierung von Straßenbauprojekten. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie diesen Steinzeitsager gehört haben? Ich habe mir gedacht, ja genau, es geht darum, Zukunft zu gestalten. Wir sorgen heute mit dem, was wir im Klimaschutz machen, mit dieser Klimaschutz-Aufholjagd, die wir hier angehen, weil das muss man einfach so sagen. Österreich ist im Klimaschutz auf Aufholjagd. Es ist die letzten 30 Jahre einfach viel zu wenig passiert. Wir haben deswegen wirklich die letzten 1,5 Jahre auf Hochdruck an ganz, ganz vielen Dingen gearbeitet. Vom Bahnausbau zum erneuerbaren Ausbau, vom Klimaticket zum Reparaturbonus, der nächstes Jahr kommt, um an ganz, ganz vielen Klimaschutzschrauben zu drehen. Weil es geht darum, wir gestalten Zukunft. Es geht darum, dass man auch 2040, wenn meine Nichte so alt ist wie ich jetzt,
dass die in Österreich noch ein gutes Leben haben kann. Klimaneutral in einem Land lebt, aber in einem guten Leben lebt, in Wohlstand lebt. Und genau das müssen wir jetzt gestalten. Da braucht es mutige Politik, da braucht es konsequente Politik, da braucht es Handeln auf vielen Ebenen. Und da werde ich mich sicher nicht bremsen lassen von denen, die immer nur Nein sagen oder vom alten Denken, sondern wir werden gemeinsam mutig vorangehen. Und wir haben heute ein Riesenprojekt in die nächste Phase gebracht, nämlich das Klimaticket. Und das zeigt ja genau, worum es geht, um eine mehr Lebensqualität, um mehr Komfort, aber vor allem auch um mehr an Klimaschutz in unserem Land. Aber sehen Sie da in der ÖVP oder zumindest in Teilen der ÖVP einen Widerstand gegen Ihre Politik? Wir haben, ganz egal, ob das Wählerinnen der ÖVP sind, ob es Wählerinnen der SPÖ sind, ob es Wählerinnen der Grünen sind. Wir haben Menschen in unserem Land, die sich von uns erwarten, dass wir gegen die Klimakrise was tun, weil sie unmittelbar betroffen sind von der Klimakrise. Und deswegen haben wir ein gemeinsames Regierungsprogramm verhandelt und deswegen ist der Auftrag an uns alle, gemeinsam, konstruktiv, dieses Regierungsprogramm mit all seinen Klimaschutzmaßnahmen jetzt zügig und ambitioniert abzuarbeiten. Und genau daran arbeiten wir. Das ist in den ersten 1,5 Jahren viel gelungen und es wird genauso weitergehen die nächsten Jahre, weil das ist einfach die große, die historische Aufgabe unserer Zeit. Da dürfen wir uns nicht bremsen lassen, werde ich auch nicht machen. Aber haben Sie das Gefühl, dass die ÖVP sich da ein bisschen als Zielscheibe auserkoren hat momentan? Weil es gab ja in der letzten Wochen kaum einen ÖVP-Minister oder ÖVP-Landeshauptmann, der sie da nicht auf irgendeine Art und Weise wegen einer, sag ich mal, ihrer durchschnittlichen Projekte angegriffen hätte. Es ist klar, wir gehen hier sehr viel an Veränderung an. Und Veränderung erzeugt Reibung, Veränderung wirft Fragen auf, Veränderung macht Sorgen. Ja? Und das ist meine Aufgabe und unsere gemeinsame Aufgabe, diese Veränderung aber mutig zu gestalten und auch voranzugehen. Und ich diskutiere sehr gerne jede dieser Maßnahmen ausführlich. Das mache ich auch, weil das gehört dazu. Die Maßnahmen wären im Dialog, in der Diskussion besser. Sie profitieren davon, aber es ist außer Frage. Wir haben ein gemeinsames Programm, wir arbeiten dieses Programm ab und das ist unser gemeinsamer Auftrag. Kommen wir vielleicht noch zu Ihrer Evaluierung der Straßenbauprojekte. Da sind einige Projekte jetzt einmal gestoppt worden oder liegen auf Eis, je nachdem, wie man es formuliert. Unter anderem auch in Wien der Lobautunnel, ein Projekt, das sehr polarisiert, wie wir wissen. Jetzt ist der Baustart des Lobautunnels laut ASFINAG für 9. Februar vorgesehen. Wird der so über die Bühne gehen? Was wir im Moment machen, ist das Bauprogramm der ASFINAG zu evaluieren. Warum machen wir das? Wir haben in diesem Bauprogramm Entscheidungen, die sind teilweise vor 20, 30, 40 Jahren in die Wege geleitet worden. Und wir haben aber seit damals komplett neue Herausforderungen. Österreich ist Europameister im Bodenverbrauch. Wir betonieren unsere Natur zu in einem Ausmaß, wie es kein anderes europäisches Land macht. Wir haben die Klimakrise mit all den riesigen Herausforderungen mit dem Verkehr als großes Sorgenkind. Und deswegen schauen wir uns das Bauprogramm an, genau auf diese Fragen und schauen, was an diesen Entscheidungen ist heute noch vernünftig, was nicht. Wir haben aber auch immer gesagt, während dieser Evaluierung, die wird im Herbst abgeschlossen sein, werden auch die Verfahren weitergeführt werden. Das passiert auch und das heißt, auch die Anzeige, die Sie ansprechen, wurde eingebracht. Die wird, je nach Ergebnis der Evaluierung, kann die genauso gegenstandslos werden, hat also keine weiteren Folgen für das konkrete Projekt, außer dass wir gesagt haben, während der Evaluierung gehen auch die Verfahren weiter. Aber das heißt, der Baustart des Lobautunnels am 9. Februar, der wird sich dadurch nicht verzögern? Wir evaluieren derzeit und erst nach Ergebnis der Evaluierung gibt es konkrete Aussagen dazu. Wie gesagt, es geht hier nur um ein Behördenverfahren, das im Falle eines negativen Evaluierungsergebnisses auch gegenstandslos wird. Jetzt hat Ihnen Ihre Ministerkollegin Elisabeth Köstinger Verfassungsbruch sogar vorgeworfen, weil sie genehmigte Bauverfahren und Vorhaben stoppen. Was sagen Sie dazu?
dass es die Aufgabe ist, die sich aus unserem gemeinsamen Regierungsprogramm ergibt, dass wir auf die Herausforderungen der Zukunft heute adäquate Antworten geben. Das, was genehmigt ist, das sagt, es ist die Mindestanforderung des Gesetzes erfüllt. Aber nicht alles, was man nach dieser Mindestanforderung darf, ist angesichts der Herausforderungen, vor der wir stehen, heute auch noch vernünftig. Und diese Fragen müssen wir uns stellen. Das sind wir unseren Kindern schuldig, das sind wir unseren Kindeskindern schuldig. Und genau das machen wir jetzt. Und investierte Monate für Projekte, die andernfalls jahrzehntelange Folgen, teilweise auch negative Folgen haben. Aber es wird weitere Projekte geben, die Ihrer Meinung nach in dieser Form nicht gebaut werden. Davon gehen Sie aus. Wir haben immer gesagt, wir machen die Evaluierung so rasch als möglich, aber so gründlich wie nötig. Wir haben jetzt die ersten Schritte bekannt gegeben, weil es hier auch schon groß Vorarbeiten gegeben hat aufgrund von parlamentarischen Prozessen. Beziehungsweise also vor allem im Fall der A3, einer Autobahn im Burgenland, die wir jetzt nicht weiterverfolgen werden, auch aufgrund des enormen Bodenverbrauchs, den es hat. Wir werden einen anderen Lückenschluss in Oberösterreich bauen, weil da fehlen ein paar Kilometer aus einer, muss man sagen, verfehlten Verkehrspolitik der Vergangenheit. Der wird gebaut werden. Die nächsten Ergebnisse werden wir mit dem Ergebnis der Evaluierung dann im Herbst auch weiter präsentieren. Ich möchte Ihnen aber auch nicht vorgreifen, weil ich einfach gern fundiert arbeite und dann auf der Basis der Ergebnisse dann auch weiter erzähle. Und ganz zum Schluss noch, Frau Ministerin, ein ganz anderes Thema. Derzeit eine schreckliche Situation in Afghanistan. Die Bilder haben wir alle gesehen. Wir bringen sie auch ausführlich hier auf OE24TV. Die ÖVP-Seite, insbesondere der Innenminister, hält aber weiter an Abschiebungen, zumindest rund um Afghanistan fest. Der neue Plan ist, dass dort Asylzentren errichtet werden sollen. Sind solche Abschiebungen nicht nach Afghanistan selber, aber ins Umfeld von Afghanistan Ihrer Meinung nach möglich? Oder schließen Sie das derzeit auch aus? Wenn ich mir aktuell die Debatte in oder die Bilder aus Afghanistan anschaue. Ich habe vorher erzählt, ich habe eine Nichte. Meine Nichte ist 12. Meine Nichte plant gerade ihre Zukunft. Sie ist eine junge Frau, selbstbewusst, die lebt auf, die wächst auf in Europa und hat alle Möglichkeiten dieser Welt. Jetzt bin ich ein 12-jähriges Mädchen in Afghanistan und stehe jetzt vor den Trümmern meiner Zukunft. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, unter welchen Gefahren ich bald zu leben haben werde, muss vielleicht aus der Schule. Habe meine Zukunft in Trümmern vor mir. Das macht mir, wenn ich es erzähle, Gänsehaut. Und das macht mich unglaublich betroffen. Und deswegen glaube ich, ist das, was wir jetzt tun müssen und was ein Gebot der Menschlichkeit ist und ein Gebot der Menschenrechte, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir helfen. Und das ist unsere Aufgabe jetzt gerade. Frau Ministerin, vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Linz. Herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Wien. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich zurück und dann bleiben wir beim Thema Afghanistan. Als nächstes zu Gast ist Paul Ronsheimer. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung und Afghanistan-Experte. Er war zuletzt erst vor wenigen Wochen in Afghanistan immer wieder im Land journalistisch tätig, hat dort auch Taliban getroffen, mit ihnen Gespräche geführt, aber vor allem natürlich auch mit Afghaninnen und Afghanen und kann, glaube ich, wirklich sehr gut einschätzen, wie die aktuelle Situation in Afghanistan ist und warum es derzeit seiner Meinung nach auch nicht möglich ist, in irgendeiner Form dorthin abzuschieben. Und natürlich auch die Frage an ihn, was sagt er denn zur Haltung der österreichischen Bundesregierung, insbesondere des ÖVP-Innenministers, die ja weiter an Abschiebungen nach Afghanistan festhalten. Gleich mehr dazu im großen Interview. Paul Ronsheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht's weiter.